Altesse Royale, Herr Staatsminister, die Damen und die Herren Ministerin, die Damen und die Herren Staatssekretärin, die Damen und die Herren Deputierten, die Damen und die Herren Ambassadeuren, die Damen und die Herren Präsidenten, Funden, Architekten und Ingenieurkammern aus der Großregion, Leifern vom Ordre. Ich bin ganz froh, ihr heute Abend zu begrüßen. Für den 25. Geburtstag vom Ordre des Architectes et Ingénieurs. Mir offere ich vier Brett. Ein Abend an zwei Dela. Sterbe ich verroden, den ganzen Abend wird nicht hei passieren. Just Séance Akademique als hei. Und du nur wird man weitergehen auf einen anderen Platz für zu feiern, regelrecht zu feiern. Für uns zu fangen aber, Séance Akademique teilt sich an drei Dele. Ein Exposé von Dr. Philippard, ein Kaleidoskop und zwei Allokationen von unserem Präsident und von unserem Premier. Mhm. 25 Jahre, ein viertes Jahrhundert, das ist schon eine gute Steckgeschichte. Und wir kennen eigentlich alle Guten. An jenen weiß so ziemlich alles über deine Geschichte. Auf jeden Fall kann sie so gut erzählen. Dafür ging ich bei den Dr. Robert Philippard, auf die Bühne zu kommen. Altesse Royale, Excellence, chers amis de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs. C'est un grand honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous parler de l'évolution des professions d'architectes et des ingénieurs conseils au cours des 25 dernières années. Je remercie l'Ordre des architectes et des ingénieurs conseils pour l'aimable invitation et je me réjouis avec vous, Altesse Royale, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir célébrer cet anniversaire tous ensemble. La prise de conscience progressive de la profession se fait sur le fond du développement économique. C'est pourquoi il est important de le rappeler brièvement. Mon point de vue sera celui de l'historien, non impliqué ni dans les faits, ni dans les décisions. Entre 1981 et 2013, la population au Grand-Duché va s'accroître de plus de 184 000 personnes. Entre 1995 et 2015, l'emploi intérieur est passé de 215 000 à plus de 400 000 personnes travaillant sur le territoire du Grand-Duché. En 2009, 40% de l'emploi se concentre sur la ville de Luxembourg. Le nombre des frontaliers a plus que triplé, en passant de 47 000 en 1995 à 163 000 personnes en 2013. Ce phénomène pose un réel défi au niveau de la mobilité des infrastructures de travail et de transport à mettre à disposition. À cela s'ajoute une évolution fulgurante du parc automobile, portant les capacités du réseau routier à ses limites. De 200 véhicules routiers en 1990, l'année de la création de l'Ordre, on passe à 430 000 véhicules début 2012. La démocratisation de la voiture favorise également l'étalement urbain. Si en 1991, les ménages à une personne représentaient un quart du total des ménages, leur part est passée à un tiers en 2011. La pression sur le logement ne suit pas uniquement l'évolution démographique marquée par des vagues d'immigration, mais également l'évolution sociale des familles. Le vieillissement de la population requiert de nouvelles infrastructures. À ces questions se lient celles relatives au confort et à l'efficacité énergétique des bâtiments. Le défi consiste également à construire suffisamment de logements par rapport à la demande. En 2014, quelque 45% de la population du Grand-Duché sont de nationalité étrangère. Ce seuil dépasse 68% pour la ville de Luxembourg, alors qu'il n'était que de 55% en 98. Ce caractère international prouve l'attrait du site économique et constitue un véritable enrichissement pour toute la société. Les identités des espaces changent. Le patrimoine historique et souvent de type rural se voit confronté à de nouvelles affectations, voire à son remplacement.
la culture du bâti devient une préoccupation réelle. Face à ces évolutions, un souci de professionnalisme conduit le législateur à faire voter en 1989 la loi sur l'architecture et l'ingénierie. Il déclare l'architecture d'intérêt public et réserve la conception à tous les projets de tous les projets de construction, d'urbanisme, d'aménagement du territoire au seul homme de l'air. Il est créé dans ce cadre l'ordre légal des architectes et des ingénieurs conseils auquel toute personne physique ou morale désirant exercer sa profession en tant qu'indépendant est obligée à s'inscrire. Cette loi organise la profession, lui donne un cadre qui la supervise et en assure la promotion. La profession peut s'articuler, va se prononcer sur les objectifs de la législation et de la réglementation appliquée à la lumière de la réalité sur le terrain. Il existe désormais un organisme qui sait défendre les intérêts de la profession, partager l'expertise et la compétence et collaborer avec toutes les instances et acteurs en vue de trouver des solutions durables et réalistes. La documentation consciencieuse de toutes les décisions prises et des actes accomplis et leur publication sous diverses formes permet de suivre de près l'évolution de la profession. Le professionnalisme avec lequel la direction de l'OAI a géré au fil des années les archives de l'organisation mérite une haute reconnaissance. Autrement, la connaissance de l'histoire d'une importante branche de notre économie risquerait de tomber dans l'oubli. La progression rapide de l'effectif des bureaux des architectes et des ingénieurs conseils illustre le dynamisme du secteur. Le nombre des professionnels inscrits au tableau de l'OAI s'est multiplié par 7 au bout de 25 années d'existence. Le nombre de bureaux étrangers implantés au Luxembourg a progressé à son tour. De nouvelles professions émergent. L'OAI les adopte dans son sein, car elles sont issues de formations inédites et répondent aux attentes actuelles des maîtres d'ouvrage. Son but est de fédérer les concepteurs du domaine de la construction en tant que conseillers indépendants au service du maître d'ouvrage et soumis à une même déontologie. De nos jours, l'OAI regroupe les professions d'architecte, d'ingénieur conseil, d'urbaniste aménageur, d'architecte d'intérieur, d'architecte paysagiste, d'ingénieur paysagiste. L'ordre se dote dès le départ d'une gouvernance reflétant la complexité de la profession, mais tenant compte d'une flexibilité et d'un pouvoir de décision efficace. Dès sa mise en place en 1990, l'OAI a participé à la création d'organismes de gouvernance des métiers de la construction. Le réseautage à l'échelle européenne, voire même mondiale, est important pour être au courant des évolutions. L'OAI défend avec ardeur la profession. Il accompagne son organisation en contrôlant les formes juridiques et les modalités d'exercice de la profession, en faisant partie de la commission contrat type, prestations, honoraires, assurances, en étant impliqué dans la rédaction d'un code déontologie de la profession. La renégociation du contrat type est essentielle du fait que les honoraires, étant la seule source de revenus, doivent être équitables et suffisants afin que les architectes et les ingénieurs puissent maintenir leur indépendance professionnelle et respecter ainsi l'intérêt public de la profession. Défendre les droits et souligner l'importance du secteur est une obligation non moins importante. Le contexte de la crise économique de 2008 permet de s'en rendre compte. Je cite le directeur Pierre Hourt dans le rapport d'activité de cette année. Citation. En effet, l'intervention des architectes et des ingénieurs conseils, surtout en temps de crise, constitue une garantie pour la défense de l'intérêt public, du maître d'ouvrage et des utilisateurs. Leur action est d'autant plus importante dans l'économie du pays qu'elle contribue à la consolidation du patrimoine architectural et technique et au développement des entreprises locales et régionales en freinant par un effet de régulation la concentration horizontale et verticale du secteur de la construction. Fin de citation. L'organisation de concours d'architecture dans l'équité représente un souci très important pour le secteur. En mai 1995, l'OAI publia les principes généraux pour l'organisation de concours d'architecture. La libre circulation de biens, services et capitaux allait ouvrir la scène architecturale. Un nombre croissant de bureaux non établis au Luxembourg soumettent leurs projets dans le cadre de concours restreints. Veillant aux intérêts de la profession, l'OAI exige que les concours de marché public lancés au Luxembourg ne contiennent pas de clauses restrictives pour les bureaux locaux.
Ensemble avec le Civicol et l'administration des bâtiments publics, l'OAI parvient à élaborer un règlement type pour les concours au Luxembourg. Il en suit la publication du règlement grand-ducal portant institution d'un cahier de charges standardisé pour les marchés publics. L'OAI soumet également ses propositions et recommandations en vue de l'adoption de la loi du 21 mai 1999 sur l'aménagement général du territoire. Un manuel OAI sur les concours d'architecture sera publié au cours de cette année-ci. Coopérer à l'organisation de l'enseignement et à la mise en place d'une formation continue requiert un engagement et un suivi efficaces. Des voyages d'études à l'étranger sont entrepris depuis 1992. Des formations initiales et continues sont proposées de façon régulière à partir de 1997. Une plaquette éditée en 2009 présente 23 modules de cycle de formation. Le processus de Bologne instaurant un nouveau système de formation entraînera une mise à niveau de la législation nationale concernant l'enseignement, la reconnaissance des diplômes et des titres, le droit d'établissement, l'exercice de la profession. Sur ces points, l'OAI exerce pleinement sa mission de veille et de participation à l'évolution du cadre législatif. La création de l'Université du Luxembourg assure de nouvelles perspectives aux aspirants de professions touchant à l'architecture et à l'ingénierie. L'université lançait en 2006 une formation continue en aménagement du territoire. L'ambition de lancer un Master on Architecture, European Urbanization and Globalization à l'Université de Luxembourg amène l'OAI, la Fondation de l'architecture et de l'ingénierie, et l'université à organiser un premier colloque en 2012 sur le projet. Celui-ci est en préparation. Le Conseil de gouvernance de l'Université de Luxembourg a par ailleurs approuvé la création de masters d'ingénieurs dont l'OAI soutient la mise en place. L'Ordre des architectes et des ingénieurs conseil a initié par ailleurs la formation BTS infrastructures et bâtiments conducteurs de projets proposée par le lycée technique Josie Bartel. Sur la voie de l'affirmation de la profession, la promotion constitue une étape majeure. Les activités de la communication révèle du marketing. L'OAI a mis en place des stratégies particulières pour atteindre ces différentes cibles, identifiées comme essentielles pour assurer un développement prospère de la profession. La jeunesse, les acteurs politiques, les professionnels du secteur, les maîtres d'ouvrage, les médias. Campagnes multimédia, foires et salons font partie intégrante des actions promotionnelles. Le premier guide référence est publié en 1995 avec seulement 85 participants. Il sert aux clients pour effectuer leur choix parmi le panel de l'offre existante. Il assure aux membres de l'OAI une bonne visibilité alors qu'il leur est imposé de la discrétion en matière de publicité. La dixième édition de référence propose 202 participants. Les festivités du dixième anniversaire de l'OAI en 2000 prévoyaient la remise du premier Bauherrepreis à 15 maîtres d'ouvrage privés et publics qui, au travers d'un projet abouti, sont parvenus à faire valoir une architecture et une ingénierie de qualité. Cette haute distinction n'est décernée que tous les 4 ans. Le prix est censé inciter les futurs maîtres d'ouvrage, mieux informés et plus conscients de leur rôle décisif, à dépasser un renouveau culturel du cadre de vie. En 2012, le prix du maître d'ouvrage est à sa 4e édition, avec 260 par inscription, soit plus de 2 fois plus de participants qu'en 2004. La profession est visionnaire du développement culturel. En 1992, l'OAI constitua la Fondation de l'architecture et de l'ingénierie pour pallier au manque d'une école d'architecture. L'intention était de créer un forum d'échange autour de l'architecture comme élément du patrimoine historique, du design en passant par l'urbanisme et toute autre forme artistique en relation avec l'environnement bâti. Tous ces efforts visent une prise de conscience d'une culture du bâti. La division des tâches entre l'OAI et la Fondation de l'architecture et de l'ingénierie, de nos jours Luxembourg Center for Architecture, permet à l'Ordre de se concentrer dans ses débats, conférences et sessions d'information sur les défis concernant l'exercice de la profession. Ces réflexions ont abouti à l'inauguration de la Maison de la profession, le Forum Da Vinci, en 2011. En 2004, le Conseil du gouvernement adopta le programme de politique architecturale préparé par l'OAI et le ministère de la Culture. Le document fut présenté dans le cadre de la présidence luxembourgeoise à l'Union européenne en 2005.
Ce programme fournit pour la première fois dans l'histoire de Luxembourg une vision de l'architecture et du développement de l'environnement bâti et aménagé. Il définit et prône la qualité et indique le parcours à suivre pour mettre en œuvre cette ambition. Les années culturelles ont été des moments clés pour promouvoir la dimension culturelle de l'architecture. Ainsi, en 1995, deux expositions étaient suivies d'une douzaine de manifestations. Le prix luxembourgeois de l'architecture est alors créé. Il met l'accent sur la signification culturelle du métier d'architecte et attire l'attention du grand public sur une production volumineuse et de qualité. La deuxième année culturelle, Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture, incite en 2007 l'OAI à initier notamment le Festival des Cabanes en collaboration avec le Service national de la jeunesse. Vu le succès du projet, le festival sera réédité en 2010 et en 2013. L'architecture contemporaine est comprise comme soft skill permettant de promouvoir l'esprit innovateur des concepteurs et du Luxembourg. Le souci de la promotion de la qualité de vie lance, à partir de 2008 déjà, une collaboration avec l'Office national du tourisme. En 2015, la deuxième édition du guide touristique architecture.lu présente 257 réalisations contre 118 en 2011. La prise de conscience de la profession franchit un pas supplémentaire en 2013, lorsque 70 bureaux d'architectes ou d'ingénieurs conseils s'expriment en faveur de missions visant à exporter leur savoir-faire. La création architecturale est devenue un bien culturel dont on est fier. Depuis déjà 2003, le conseil de l'OAI propose des candidats luxembourgeois pour le European Union Prize for Architecture Mies van der Rohe. L'architecture et l'ingénierie comme mode de production esthétique peuvent servir les impératifs stratégiques de grandes marques et de prestations de services à l'échelle internationale. Pour soutenir ces actions, une publication présentera les réalisations architecturales des membres de l'OAI tant à l'étranger qu'au Luxembourg. Missions économiques, réseautage par le corps diplomatique et les sociétés luxembourgeoises à l'étranger, de même que la collaboration entre les universités, multiplient à leur tour les opportunités de se faire remarquer sur les marchés internationaux. L'investisseur trouvera sur Luxembourg les compétences dont il aura besoin, de même qu'il pourra les appliquer sur son marché domestique. L'OAI soutient pleinement cette présence assurée sur les marchés extérieurs et à proximité des investisseurs étrangers. J'arrive à conclure. L'évolution qu'a connue la profession va de pair avec celle de l'architecture, de l'ingénierie et de l'urbanisme. La notoriété de la place doit s'afficher par la qualité architecturale et de vie, mais également par son ouverture sur le monde. Pour être compétitif sur le plan international, Luxembourg doit proposer les mêmes atouts et agréments que ses concurrents. Pour attirer l'attention des acteurs économiques internationaux, il faut travailler avec des noms forts et représentatifs à l'échelle mondiale. Bien que le recours aux compétences d'experts étrangers est une tradition dans le pays, la mise en compétition d'architectes et d'ingénieurs indigènes avec les grands noms internationaux donne un coup d'élan à la profession. Les métiers vont se spécialiser en même temps. L'instauration du marché européen renforce l'ouverture sur le monde extérieur. La complexité du travail s'accroît avec l'évolution des fonctions et des réglementations. L'Ordre des architectes et des ingénieurs conseils en a conscience et le met en valeur comme opportunité. Plus que la défense des intérêts de la profession, il s'agit de mettre en valeur les qualités intellectuelles des acteurs qui agissent en faveur d'un développement durable. Un cadre de vie de qualité favorise la cohésion sociale. L'architecture contribue à créer des identités, affiche des communautés de valeurs. Grâce aux travaux permanents de communication effectués par l'OAI, les professions d'architectes et d'ingénieurs bénéficient d'une plus grande visibilité auprès du grand public. L'architecture et l'ingénierie ne se conçoivent plus comme fournisseurs de services. Ils se comprennent comme de véritables acteurs ayant le souci de sensibiliser à la qualité du cadre de vie qu'ils créent. La discussion sur la qualité architecturale et urbanistique est acceptée comme une mission permanente. L'architecture et l'ingénierie véhiculent des affects et de la sensibilité, donnent visage au Luxembourg. Par leur caractère intrinsèquement culturel, elles affichent cette capacité d'esthétiser, de créer un sentiment de bonheur par la qualité de vie qu'elles créent. Stylisant l'univers du quotidien dans un paysage économique hétérogène,
La part de l'architecture et de l'ingénierie dans l'image de marque du pays est essentielle. Le programme pour une politique architecturale présente une vision claire de l'avenir spatial du Luxembourg et propose des orientations pour la mettre en œuvre. Le Bauherrepreis, le plus luxembourgeois d'architecture, le guide référence et architecture.lu aident à son implémentation sur le terrain. L'ouverture internationale des marchés entraînés par le marché unique permet à la profession de s'exporter. Pour continuer à régénérer son esprit créatif, Luxembourg doit lui garantir un environnement scientifique exigeant et une économie dynamique. Vailly cible dans ce contexte la force endogène que représente la jeunesse. Le Festival des Cabanes ou le site Internet lancé en 2011 « Un bon plan pour ton avenir » illustrent des initiatives concrètes pour la motiver à s'engager dans la profession. Le dynamisme économique et une internationalisation de l'activité ont permis certes une prise de conscience du savoir-faire dans la profession, mais ont affiné également le sens de la responsabilité dans la transformation durable de l'espace. L'organisation de la profession et la défense de ses intérêts semblent reculer pour faire face à une discussion beaucoup plus vaste et jamais terminée, celle portant sur la qualité de vie pour demain. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert. Ich weiß nicht, wie dir schon alle gut geht. Alke, wenn ich bei einer Konferenz von Robert gehe, ist mir am Schluss immer mehr verzweifelt, weil ich denke, was hat schon mehr am Anfang gesagt? Wenn es genauso geht wie mir, die immer beim OAI, dann kriegt er alles nur zu lesen. Wir werden euch auch gleich sagen, wobei. 25 Jahre, was möchte ich dann dort feiern? Den, ja, möchte ich nach. Mais j'ai un buch. Aber ich möchte so ein Buch, mir den ein Buch, wo ich auf der ersten Seite nur alle Kassionen den Anfang hält und geht die vier Runden und immer weiter und auf der letzten Seite kann ich dann da un, wo ich haut aus oder wo ich gerne hin will. Aber der Noaim ist das nicht so. Der Noaim ist eine ganz kurze Chronologie und dann gliedert man das ganz ab an all den Sachen, die ihr möchtet. Effektiv 25 minus 1, 24 verschiedene. Wir gehen zusammen durch, zusammen mit Monsieur OAI, mit Pierre Hurtz. Voilà, 1945, der Architekt Victor Engels gibt den ersten Präsident von der neu gegründeten ASPL Ordre des Architects Luxembourg. Der Architekt Matut, mit Charles, bleibt auf der Plan. Eine Respektsperson. Und hängt bei unserem neuen Siege an mir schaffen drin. Geht aber um die Seele. Das ist das erste Jahr, wenn du im Krieg werden nach dem Tag noch eine Respektsperson, die muss nur noch drin schaffen. Ja, das drin geht, ja. Den größten Sprung auf 1987. Der Christ Klein, ganz rechts, sieht er da stehen, mit Robert Goebbels, demals Staatssekretär in der Kooperation am Senegal. Auch da sind Gespräche über den späteren Ordre legal gefeuert. Foundationen vom OAI Line in Afrika sowie die von der ganzen Menschheit. 1990, nach der Kreation vom Ordre legal, sind direkt die wichtigsten Dossiers angepackt. Umsätze von der Direktive Européen Marché Public, der Cadre Contractuel, hier eine Reunion mit dem demoligen Minister Robert Goebbels des Travaux Publics. 1991 ist ein kleiner Snapshot von einer Assemblée Générale am Centre Culturel Art zu Bartring. Schlossen ich hier, könnte ich meinen am Saal, werden sich viele Leute rumkennen. Das war ein anderer Mode. Das sind anscheinend doch nicht alle Mode, die rumkennen, die wir mengen. Ich meine, heute sind die Assemblée noch mehr so, wie man heute an der Seance heute zeigen sind. Das ist nicht so wie bei einer. Bei einer Kappensitzung Karneval in Deutschland. Ich rede ganz leicht zu so. Aber 1991, nur den SAU-Dossier, nur auch direkt, aber die ganze SAU-Dossier nur gepackt. Und das war für uns immer die kulturelle Aktivität, die wir OP gestaltet haben. Heute die Exposition von 13 Architekt-Artisten am Cercle Municipal, organisiert von Romain Hoffmann.
Kulturjahren waren immer ein wichtiger Impuls für die Aktion vom OAI. 1995 schon wir mit der Fondation den ersten Prix Luxembourgeois organisiert. Heute Cover von der ganz oberen Publikation und der Leitung von Michel Petit am Alain Lindster. 1996, dann haben wir auch ganz außergewöhnliche Aktionen lanciert. Wir haben die Installation Unternehmen Grün vom Hermann Grub auf Plötzenburg geholt. Die sieht, die Knödler ist also ganz freizeitig begrenzt. Also es war nicht nur eine Schlitzschungspiste an archäologische Ausgrabungen, das auch einmal geschieht, dass Gras drüber geworden ist. Ja. Dann hat das Stichwort Zusammenarbeit Allianzen. 1997 haben wir mit der Chambre des Métiers eine Resolution erschrieben. Ich werde gemeinsam Rekommendationen für den lokalen Bausektor. Voilà, da kommt das zweite Kapitel, Genèse und Assemblée Générale. Nur Jahrzehnte von Erfahrung von den Architekten und Ingenieuren als endlich am 13. Dezember 1989 das Gesetz über den Ordre votiert. Den Dossier geht auf der Seite von der ASPL, Ordre des Architekten Luxembourg, von Chris Klein, Präsident von 84 Jahren, dem Christian Bauer und dem Jean Herr, und auf der Seite von den Ingenieurkonseilen der Sickel von Flori Schreider, Präsident seit 1966, der Mike Goblet und Victor Jacques, wirklich gedroht. Zwei Hauptgründe für den Durchbruch. Die Architekten und die Ingenieure waren du bereit, zusammen in Ordre zu machen, und aber auch die Applikation von der Direktive Europäische im Domain der Architektur von 85. Das wären die zwei Faktoren, meine ich, für die Demos dann, dass 89 votiert ist. Voilà, hier ist dann noch ein ganz offiziell der erste Conseil de l'Ordre, den es gewählt ging, auf der Assemblée Konstitutive zu Zeitzing, den 15. März 90. Können wir sicher zusammen durchkommen, der Präsident war dann ein kleiner Architekt, der Vizepräsident Florent Schreider als Ingenieurkonseil, der Sekretär General de Jean Herr, Architekt, Trésorier Mike Goblet, Ingenieurkonseil, Membres de Victor Jacques, Ingenieurkonseil de Perry Weber, Architekt, Iconica Zabaila, Architekt, an ein ganz reisender Aufenthalt, und nun können wir hinten bei über die Jahrzeit schwätzen. Voilà, das ist einfach den dritten noch. Nur der Assemblée Générale, weil auf der Assemblée Générale, muss ich sagen, da war auch ganz wichtig, 206 Membre sind da auf EQ abgeholt gehen. Und das ist eine Liste, die als abgestaltet in dem Moment vom Minister der Klasse Moyen Fernobode. Da hat man also die direkt 206 Membre, wie man das gelöscht. Eieiei, 93, ich sehe da schon die 100. Reunion vom, offiziell vom Conseil de l'Ordre. Du hast dann, haut sie mal schon bei der 664. Ich denke, schön zu dabei. Hier sieht aber auch, dass Marie-Luc war direkt in der Nutzung an der Kanzlei kommt, an der Perry Weber, die für den Unterricht der Foto gefehlt hat. Das wären noch nach zwei Gründungsmitglieder vom Kanzlei. Dann machen wir schon einen Sprung auf 1995. Da sieht man, dass das dann die Kipp, du hast dabei gekommen bei der 20. Sitzung, das war dann der Michel Petit ganz links und der Nico Engel ganz rechts. Plan von der Stadt Lützeburg an und die schönen Zeichnungen aus Italien. Und ich meine, der hat den Kuchen schon geschmeckt. Ja, der Kuchen, weil der Kuchen hat man geschmeckt. Dann einfach ein kleines Snapshot 1991. Auch was wichtig war für den Novus, für eben die jungen Leute, die an den Beruf kommen, für die abzuholen. Dann haben wir dann einen Accueil particulier von jungen Membern, die am Beruf gefahren sind. Dann 2009, da war ein großer Wiesel am Conseil. Vier Membern, der Martha Lamar, Marie-Luc, der Jeanne Koch, und Louis Weisgerber und ihr langjährig benevol habe ich abgehalten. Ein Beispiel, Marie-Luc hat den Rekord, das war 18 Jahre, hat sich engagiert am Conseil de l'Ordre. Oft sind ich gefragt, die Fuleien, die Noahi, was ist das dann los? Hannover werden da vielleicht auch noch gefragt, war das ein Architekt oder war das ein Ingenieur? Mich haben sie vielleicht nicht getraut zu fragen, war das ein Architekt? Aber wie viele Sachen in Ingenieur Kasim, respektive wegen Ingenieur Kasim, sind wir hier? Und das wird dann auch erklärt an den Lyceen, für am Fongerol uns Lyceenschüler die Profession in Minute zu bringen. Das wird gemacht, wenn ihr wollt, von Membern. Und hier sind ein paar Extrahen, wie sie an den Schulen am Fongerol Berufe erklären. Der Beruf vom Architekt, da sind doch schon die Lehrstühren immer und Lisse ein bisschen rundherum gegangen, für die Schüler das ein bisschen beizubringen, was der Beruf eigentlich ist.
Und du hättest immer festgestellt, dass die Schüler da eine Vision davon haben, auch nicht nur die Schüler, auch die Leute dabei sind, dass du am Anfang ein Beruf hast, wo ihn entwerft, wo ihn Konzepte möchte. Und das ist das Bild, was die Leute davon haben. Das ist aber nur ein ganz kleiner Bestandteil von dem Beruf. Der Beruf besteht aus ganz vielen anderen Aspekten. Und ich hoffe, dass nur in den 5 Minuten da doch ein bisschen klar geht und da ein bisschen mit einem anderen Sicht da sieht. Dem Ingenieur sein Welt. Am Anfang aus dem Ingenieur sein Welt, die Welt von uns alle gut, weil wenn du ein bisschen rundherum ich gucke, die sieht hier ein Gebäude, das konstruiert ist von einem Ingenieur, wohl geplant von einem Architekt. Aber trotzdem braucht man den Ingenieur am Anfang an all die Teile. Wenn ich überlege, wie die heute Morgen hineinkommen an die Schule, sieht man mit dem Auto kommen, mit dem Bus kommen oder mit dem Zug, alles das als auch am Anfang entwickelt ging von einem Ingenieur. Den Herr von Rössin hätte ich von der Architektur gezählt. Wir hatten Madame Lahore den Herr Feiter für die Statik an den Tiefbau. Also wir hatten noch, wenn wir beim Beispiel vom Gebäude bleiben, ein Gebäude, was da steht, was schön ist, was funktionell ist, was von der Statik gerecht, dass das stehen bleibt, was auch verkehrsmäßig von der Infrastruktur in der Schloss ist. Ein Punkt, den ich noch nicht behandelt habe, ist eben die ganze Technik am Gebäude, Genietechnik. Ich meine, das ist so, wenn man beim Beispiel vom Gebäude läuft, das ist ein gutes Beispiel, wenn man gerade auf den Plafond guckt, sieht da relativ viel, was Genietechnik aus. Aménageur Urbanist, also am Anfang der Beruf, den vier und all den anderen kennt, so wie Thayas, weil wir können nirgends bauen, wenn nicht irgendjemand decidiert, ob der Platz kann gebaut gehen. Und ich meine, dafür ist der Beruf, den eigentlich am meisten mit der Nachhaltigkeit zusammenhängt. Das heißt, dass auf dem Niveau, wo ich muss überlegen, also es richtig, dass da gebaut wird, oder kann doch mal ein gut sein, wenn eine Decision nicht unbedingt an eine so eine Richtung geholt wird, eben aus der Sicht vom Aufweihen von den verschiedenen Überlegungen, die heute erst müssen gemerkt werden. Der Landschaftsarchitekt befasst sich mit der Gestaltung von der Landschaft bzw. von der Freiraum. Das ist also komplementär zum Architekt, den Gebäude und so plant an mir. Planen dann entweder zusammen nämlich mit dem Architekt oder allein die Freiflächen, die sich rund um das Gebäude ergehen. Das können sein die klassischen Elemente, Parkanlagen, Privatgärten, öffentliche Plätze. Was muss ein Architekt hinterstecken? Ein Hinterstecken gibt dem Raum seinen individuellen Charakter, ein gutes Engagement von den einzelnen Funktionen sowie Zusammenspiel zwischen den Formen, der Belichtung, der Farben und den Materialien mischt die Architektur aus. Die Filme die gehen natürlich immer rum benutzt, auch gerade von Sensibilisationen von den Studenten. Der Mensch hat eine ganze Reihe Organe. Sie sind nicht alle vital, ich meine bei Moai. Sind sie vielleicht da? Sind alle gewischt auf den richtigen Platz. Komm, wir fangen an, wir sind daheim, wir machen das noch ganz kurz. Das wäre die Struktur, vielleicht ein kurz zurück. Die Struktur vom Ordner, das sind die einzelnen Organe. Wir kommen aber direkt auf die Slide und Note, das ist das Wichtigste. Das ist ein bisschen eine impressionante Lust. Ja. Am Buch können wir ja noch ganz gut lesen. Aber das Ganze läuft nicht mehr durch den benevolen Ansatz von unseren Membern. Und das sind die 58 verschiedenen Membern, die bis heute am Conseil und an den 2 Komitees sich angesagt haben. Rund 10%, das heißt 140 Membres vom Ordre, sind man ja benevol aktiv. Auch wirklich, die setzen sich an der Gruppe Travail, Kommissionen, Delegationen, Affiliationen. Merci für Ihren Ersatz für uns alle. Ein Beispiel, der Perry Weber ist seit 25 Jahren an der Kommission Deontologie benevol tätig. Solange wird noch eingeht. Dann für uns zu kommen, heißen dann die verschiedenen, das ist der Sommer von diesem Rapport d'Aktivität. Also dann ein ganz Ribombelle von Themen drauf. Und die Themen gehen dann am Conseil auch abgedeelt. Und da sieht ihr dann den aktuellen Conseil, und ich so nicht da kurz, die einzelnen Domänen, wo das hier dann abgedeelt gehen am Conseil. Für den Kader legal ist Andrea De Ciglia responsable, für den Kader kontraktuell der Marco Feida, für die Attribution von den Missionen, Konkuren, Zala Makumbundu. Die Optimisation von der Kollaboration in Renéna, auch mit den Handwerker, mit den Bauherren als der Jostel, den Development Durable, der Gilles Christner, Formation Continue, der Max von Röschen, und Kommunikation, der Steve Weiland. Dann haben wir am Buch auch noch ein flottes Kapitel über alle Präsidenten und Präsidenten honorieren.
an die neng Präsidenten und Präsident, Vizepräsidenten vom Orden, die wir bislang hatten, die gehen auch hier die Meinung auf und da können da hier Antworten lesen zu den Fragen, die wir hier gestalten. Sie dürfen also gefragt, für was oder das überhaupt gemacht? Was war denn top, was war denn flop? Was Sie nicht gefragt dürfen, als Kiew da den Lohn noch einkehren machen? Wir freuen uns auch noch. Schade, ich versprach, dem Dr. Philipp hat sein geriert, die können dann nur lesen, in der 7 am Buch. Die erste Ausstellung, das war die von den Architekten, die auch Artisten sind. Die Rezensausstellung vom OAI am Zusammenarbeit mit dem Geschichtsmuseum von der Stadt als die von Bauzeichen. Sie ist gegangen den 3. Mai zusammen mit so anderen Ausstellungen und sie bleibt noch eine ganze Zeit. Sie sieht bis zum 3. Januar, war aber nicht gerade bis zum 3. für gucken zu gehen. Kurator von der Ausstellung ist Hans Fellner. Und auf dem Hans Fellner wird er in Kapitel 8 vorne am Buch seinen Text, den er zu der Ausstellung geschrieben hat. Und die kriegt noch eine kleine Überraschung für rausgeschickte Lo von den Posteren von unserem Château d'Ouen zum Schluss vom Moment. Was hat Noé noch gemacht? Er hat zur Occasion für seine 25 Jahre Feier auf dem Buch sämtliche Partner geschrieben, für Témoignagen zu kriegen. 73 von diesen Partnern haben effektiv ein Témoignage gemacht. Und auch die können alle einzeln lesen. Hier sind nur die vier erst am Alphabet, die ihr am Ekran seht. Dann zum Sekretariat, zum Siege. Permanente Equipe vom OAI. Ganz rechts zwei neue Mitarbeiterinnen, Isabelle Carré und Laura Pinto. Und damit Danny Henry, Sekretär Comptable am Dienst vom Ordre vom Mai 1990, seit 25 Jahren. Merci, Annie. Und dann der Jan Jégou, seit 6 Jahren mit ganz großem Engagement und Kompetenz am Dienst vom OAI als Chargé de Mission. Vielen merci, Jan. Unsere kleine Equipe wird unterstützt durch externe Kollaboratoren, unter anderem der Jurist Maître Dominique Pornat und am technischen Bereich Gabriela Ventrici. Pierre hat eine Person ausgelöst, das ist ganz links. Ich weiß nicht, wo wir so aus. Merci, Pierre. Voilà, dann ein bisschen Geschichte von diesem Siege, wo wir bis los sitzen. Unser nächstes Büro, das war von März bis Mai 1990, schon ein paar Monate, hatten wir am Foyer Technik von der LIAI Boulevard Grand Duchesse Charlotte. Dann waren wir bis Juli 2011, eine lange Zeit, Lokataire an den Terrasse de l'Europe zu Dummelding. 2005 haben wir einen exemplarischen, hoffentlich einen exemplarischen Konkurs d'Architekt lanciert, wo Tetra Kaiser Poli Associé Architekt gewonnen hat. Also konnten wir dann am Juli 2011 zurück zu unseren Originen kommen, am Forum da Vinci am Boulevard Grand Duchesse Charlotte. Ein kleiner Remark, es war ganz lehrreich selber ein Bauherr zu sein, weil das nur dem Moment all die Problematiken erfuhr. Dann die Aktion Politik. Wir haben viele politische Aktionen lanciert. Eigentlich hat Robert schon vorhin zitiert, 2004 hat die Regierung das Programm der Politik Architektural approuviert. Das transversale Denken am Bauen ist ganz wichtig, dass die einzelnen Organe dann auch mitdenken, damit man zu einem guten Resultat kommt. Bei all den nationalen Wahlen haben wir uns Propositionen gemacht. An unserer Gesellschaft dürfen nicht nur kommerziell und finanziell Interesse spielen. Der Beitrag von freien, unabhängigen Professionen ist wichtig für ein besseres Zusammenleben. Das sind uns die letzten Forderungen gewesen, oder Propositionen bei der letzten Wahl. Reduisant de 1200 à 600. Ah ja, das ist gut. Nein, wir sind noch nicht in der Weg. Wir sind auf einem guten Weg, ich probiere. Voilà, da kommt ein anderes Kapitel, den Engagement européen de l'OAI. Hier ganz rechts, gesehen hat, um April, ist der Georges Reuter. An einer Reunion vom Conseil des Architects d'Europe, den der OAI mit gegründet hat. Der Georges war auch 1991 Präsident vom CAE. Dann, während der letzten Präsidenz 2005, war der Forum européen des politiques architecturales hier zu Lützburg, auf der Foto der Conseil européen des ministres de la culture am Neumünster.
An noch dëst Jahr organiséiert de Minister der Kultur, de Fondatioun an d'NOAI zo en Konferenz den 13. November. Dann wirklich auch eine Person ganz engagiert, Marie-Lucke, war 2005 an dem Präsidentsjahr mit viel Ersatz Präsidentin vom CAE. Du hast gefeiert, die schon beim 20. Anniversaire vom CAE. Voilà, den Engagement européen, also bei den Ingenieuren, wirklich beim Europäischen Verband von den Ingenieurkonseilen, Nome Georges Kiefer, als der Gast en Flash, ganz aktiv. Seit 2009 als der Gast Member vom Board of Directors und seit 2014 Vizepräsident von der FK. Auch in der Großregion, so wäre es am Kulturjahr 2007, immer am Kulturjahr, um eine Exposition itinérante, l'architecture au fil de la vie organisiert. Mit dieser Association Aura, okay. Das sind Architekten, die aus der Großregion, wo das noch und auch ganz viel heiß sind, die man auch dann herzlich begrüßen. Das wäre eine Wanderausstellung an die Inselregionen. Voilà, da kommen wir zu der Partizipation am Prozessus Legislativ, schönen Titel. Für ein effizient und gut aussehen, die Legislation, heißt es, so frei wie möglich die Firmen um den lehrenden Terrain mit ihrer Praxis anzubannen, Texte reell zu testen, führen wird und an der Zeit auch ein Outil d'Application auszuschaffen und dann den ganzen Pack, den ganzen Paket Gesetz, Reglement, Agit-Application zusammen zu publizieren. Auch hier passt das Motto, les is more. Ein Bild, das ist ein Beispiel, das ist ein Fiche de Travail, Prozedur, PAG, PAP, mit Ministère de l'Intérieur ausgeschafft. Ein anderes Beispiel, das Fiche de Travail, Marché Public, das sind die ganz komplexen Prozeduren, die Fiche ausgeschafft mit dem MDDI. Dann, ein von den letzten Avien, den wir geschrieben haben, zu den Plan Sektoriellen, wir versichern, dass alle Avien nicht mehr komplex gehen, wie die Gesetzgeber schon selber sind. Das ist oft das Problem. Es soll den Überblick behalten. Hier ist, wie gesagt, ein Avis zu den Plan Sektoriellen. Seit ein paar Jahren schafft der OAI auch ganz intensiv mit verschiedenen Ministerien zusammen auf Basis der Konvention. Heute Beispiel vom Guide Urbanisme, mein Ministère de la Réforme Administrative, aktuell auch mein Ministère de l'Éducation Nationale, die eine Rekommendation für integriert, intelligent Konstruktionen, Maison Relais, Schulen ausgeschafft. Dann auch noch ein wichtiger Teil von uns habe ich, dass das Kapitel 14, der Façonnage vom Cadre de Travail von diesen Membres. Und in den 25 Jahren hat der OAI eine große Online-Dokumentation aufgestellt, mit über 180 Kontrakttypen, Zirkulären, Notprofessionellen zu allen relevanten Themen aus dem Beruf. Und wir arbeiten weiter darum, für unsere Membres am Alltag zu unterstützen. Du hast den Lien, dann sieht auch ein Foto des Survol mit alten Dokumenten. Also 180 Dokumente, sie sind alle online. Und ihr seht, dass ein kleiner Screenshot in der Rietz, es soll kein Hanno kommen, also nicht, nicht fund. Ja. Was möchte nach noch ein? Und das präsent an den Medien. Er versucht, einen ganz großen Bruit Mediatik zu degagieren, den ihm auch gelingt. Und ich kann mich ganz genau erinnern an dem Tag, an die Gesichter sind eine ganze Reihe Leute, die wirklich strahlen, weil wir alle fest gegeben haben, dass wenn wir bis den OAI und den Conseil de Presse zusammen einen Akkord oder einen Schacht unterschreiben lassen, da wäre von dem Tag nur noch uns bei allen Publikationen, wo ein Gebäude draufsteht, ein Foto oder ein Plan, auch der Name vom Architekt dabei. Da hat also aber leider Gottes nach immer nicht immer der Fall. Dafür haben wir bei der Publikation vom Ordre selber, der Robert Philippa hat es schon erwähnt, den Architektur ist schon an seiner zweiten Edition. Aber wie so ziemlich alles, was sie produzieren, den OAI in Kollaboration mit anderen Institutionen, findet es online. Das ist eine Seite, eine Website für sich, sehr interaktiv. Das heißt, wo endlich das gut wieder da ist, kann da gerne ein auf die Seite gehen und die sieht die verschiedenen Touren. Man will mit dem Motorrad oder mit dem Oldtimer oder mit dem Velo ein Tierchen machen vom Land. Dass sie da wirklich gut broden. Was auch nicht der Fehler beim OAI, das ist ja immer ein Spot. Und hier haben wir 40 Spotten, die am Kader vom ersten Architektur 2011 und 2012 gelaufen sind, die für die zweite Edition
eventuell Werte noch erweitert gehen im Pool. Auch ein Jugendherberg soll sich der Zeit anpassen. Heich oben am Norden zu Lölz gauf 2002 die Jugendherberg vom Architektenbüro Planet Plus komplett umgebaut. Konzept von der neuen Architektur passt sich ganz der ländlichen Bauweise und Gebäude sind ihre Funktionen nur abgedeckt. Drei komplett neue Gebäude gaufen beigebaut, aus die vis-à-vis von der aller Jugendherberg. An natürlichen und diskreten Farbe gehalten, passen die Stolzkonstruktionen in der Landschaft gut an. Durch die Vergrößerung können heute 112 Leute an den Gebäuden unterbrochen gehen. Die Architektur ist auch von Bannen ganz sauber, die diverse Ouvertüren ermöglichen ein Spiel mit der Luft. Das Prinzip von der Nachhaltigkeit geht durch Materien wie Holz, Sonnenkollektoren und Regenwassernutzung respektiert. Voilà, dann haben wir auch Promotionen gemacht, pardon, wolltest du so schaffen? Ich sollte fahren. Fahren, getipptopp. Der Maurice ist einerseits auch für die Sensibilisation vom Grand Public. Hier ein Beispiel, 93, Zemi National du Logement. Ganz interessiert, Auditeuren. Dann 97, Tiercht vor. Von Anfang an war immer ein am Konzert, dem einfach so noch eine Delegation Kommunikation war. Hier der Michel Petit ganz links, der danach gesagt. Dann haben wir 1999 Tiercht vor den Nico Engel, den ich mit Kommunikation gekümmert habe. Dann der Louis Weisgerber, 2008, auch auf der Tiercht vor. Dann haben wir 2010 den Thierry Kruchten, auch gute Explikationen gibt. Und du siehst, 2013 haben wir dann den Schmöcke, die Brick viergestalt, die Blue Brick, die gibt Referenz. Und dann 2014 hat man auch zusammen mit dem Ministerium des Logements Aktionen für junge Leute, Wunden für junge Leute, um Home and Living, wie dann heute ist. Hat er das gesehen? Der Gest, wo ist der Gest? Das ist der Gest. Drei Fangeren. Das war ein Rätsel, meine ich, auch für Madame Nagel. Vielleicht kann man den ja später am Abend ablesen. Wir haben eine kleine Quiz, wie wisst ihr? Da geht es nach Promotion von der Profession selber. Und die ist auf eine durable Manier wirklich wiederholt gehen über die Kampagne der Presse. Wir können uns erinnern, Verplangbeschnitt. Ein Spiel, wirklich ludik, für die ganz jung auch zu kommen. Und dann da Fischen. Gebäude machen Lützeburg. Los noch euren Wunsch bauen, wenn ihr dann einen Terra fand. Wie ein ökologisch Bauer, das nicht gering hat, Noren. Das war eher, dass man durch die europäischen Direktiven sowieso alle Gute gezwungen waren, für einen A zu bauen. Architektur müsste sich bezahlt an, Spuren kann da ja gehen. Und auch du könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern, gibt es jeweils ein Clip dazu. Wie ein ökologisch baut, als nicht gering an den Ohren. Gesund und umweltbewusst planen und bauen. Die Architekten und Ingenieure von Lützeburg. Architektur, ökologisch und nachhaltig. Ja, nicht mal das Radio, als verschont gehen. Bauen ohne den Architekt, als wie ein Orchester ohne Dirigent. Bauen mit einem Architekt, als absolut an ihrem Interesse. Weil ein unabhängiger Architekt interpretiert und realisiert er persönlich Wünsche. Hier orchestriert er Bauprojekt Hand an Hand mit den Administrationen, den Entrepreneuren und den Handwerker. Zusammen mit ihrem Architekt und Ingenieur weist ihr Respekt vis-à-vis von ihrer Umwelt und ihrem Mitmenschen. Verplang dich nicht, Architektur müsste sich bezahlt. Ein Initiativ vom Ordre des Architektes et des Ingenieurs Conseil. Also, was noch fehlt, Pierre? Das ist aber vielleicht schon an der Produktion, das ist eine App, eine Facebook-Seite, ein Twitter. Aber auch Tableronden, notamment für den Ingenieurwesen, um von den Leuten mich nur zu bringen. Wir haben vielleicht gesehen, Ingenieur als nicht Ingenieur. Und die Tableronde, il y a du génie dans votre quartier, wo die Leute da ein bisschen mehr illustriert. An ein Defi,
zusammen am Radio 100,7 wird vorgestellt gehen, dann diskutiert gehen, ob es da unmöglich ist, Architekt zu sein. Weil was muss ein Architekt da alles machen? Also das, was er muss machen, er muss nach seiner Deontologie gucken, er muss nach den Reglementen gucken, er muss nach seinen Klienten gucken, er muss nach der Allgemeinheit gucken, er muss wieder rein mit gerecht machen und dann der Woche nicht zu viel kosten. Wir hatten eine Tour gemacht, aber wir sind aber nicht wirklich auf die Antwort gekommen. Leider Gottes schenkt es ein bisschen impossible zu sein. Mission. Als wir Jahre, und ich bin sicher, heute sind da genug dran, an unserem Saal, die da hinten waren, aus dem Empfang im Palais, im Krautmarkt. Al Joa gehen dann dem Lohnt, die schon 25 Joa schaffen. Die Guide-Referenz. Wir hatten schon ein paar Mal erwähnt, also eine Referenz effektiv, die nicht abhält zu wissen. An sich anzupassen. Das ist eine ganz interessante Evolution, die ganz grafisch und aber auch wie die Architektur und die Ingenieurbüro in sich an dem Guide präsentieren, wenn man den ersten Mal am letzten vergleicht. Auf jeden Fall, die Lächeln sind so schwer. Ich freue mich wirklich, wie die Dame das gemacht hat, für die alle in und so zu präsentieren, aber die Lächeln auch so lässig können zu grinsen dabei. Der Bauherrenpreis. 10 Jahre OAI, wie kann ich das feiern? Wie soll ich das anders feiern? Wie die am Fong geholt und Wort kommen zu lassen, die am Fong geholt Bestandsdasein von uns assurieren, der Bauherr und Ideen gibt man all heute nicht schaffen. Aber wo gibt man so das Märchen wie auf der Plus um Zirkel im Jahr 2000? Und darin bleibt ein Spot nicht aus. Ich muss vielleicht wissen, dass wir Winzer sind. Das heißt, nur bei der Natur und wir leben mit den Jahreszeiten. Es dreht sich alles um das Licht und um die Sonne. Die beste Winget als nach Süden, Südosten gedreht. Und das war die Grundidee, auch für uns neu dabei, zur Sonne und zur Luft zu drehen. Da empfangen wir uns Freunde und uns Klienten und wir wollen ihnen diese Impressionen vermitteln. Dabei ist dafür an einem halbrunden Form vom Osten, wo die Sonne abgeht, über den Süden bis zum Sonnenuntergang gedreht. Alle 4 Jahre geht den Bauherrenpreis vergehen. Und 2012 wurde nur der Renovation vom Zirkel, einem Trick am Zirkel. Und die Brühmediathek war umso mehr groß. Es waren über 200 Partizipanten. Und die Ausstellung am Ratskeller hat alle Statistiken vom Ratskeller gesprengt mit über 4000 Visiteuren. In einer relativ kurzen Zeit, vom 12. Juni bis zum 8. Juli, unfassbar. Anderem kriegt Bauherr natürlich wird. Geht ihn mal mit dem Architekt essen, aber wenn ihn dann auf derselben Stavellen lenkt, das, dann schafft er mit dem Architekt. Ich fand, das muss schon sehen wie bei einem Mariage. Also wenn ihn sich nicht versteht, dann geht das gut nicht. Dafür gehen wir ja auch noch alle zusammen essen. So, wir gehen in der Woche Reportagen. Heute sieht man ein von 10. Wir sind hier mit dem Nambusch. Das Gauzaum von den Ägler streckt sich wie ein Holzkirsch die Wattenhang vom Rollinger Grund. Die Lamellenfassade mischt aus der ganzen Geometrie ein uniformes Element. Dem Bauherr Stadt Litzeburg und dem Architektenbüro Michel Petit gelingt es mit diesem Home extrem gut für die Funktionalität und die Ästhetik von der Architektur ideal an sein Environnement zu integrieren. Und das an einem Wohnquartier, aber an dem doch an einer ganz geringen Gegend, wo ein Pferdspruch wird. Etwas zu kreieren, wo die jungen Leute sich wohlfühlen.
Hier wurde das Projekt nämlich den noch von hinten kommen, also von den Scouten, wo der Architekt anfängt, mit hinten mit einem Projekt kommen sind, wo wir mit finanziert haben. Das ist nicht, dass wir als Gemeinde gesagt haben, wir hätten gerne so. Ich bin Architekt, der wirklich fertig ist. Der Platz wirklich mit der Karin, die auch gebraucht wird, für die Aktivität von den Scouten wirklich tiptop zu benutzen. Ich meine, dass man hier fertig ist, und wirklich eine Kasche, die Gewaltigkeiten zu gehen, und auf den Jungen Lust zu gehen, auf den Platz zu gehen. Bulletin und Newsletteren. Ich weiß nicht, wie oft man der kriegen, mir gefällt denn. Als wie dich, das ist immer top aktuell, das ist aber dafür nicht überflächlich. Nehmen nicht, sind Fotos dran, ja, aber nehmen nicht zu viel. Es möchte ich immer in ein Mail für ein Editorial zu schreiben. Und das sind immer ein Puff, wie die neue fertig bringt für vier drunter, während Andono bei all den Prozeduren, Legislationen und so weiter drun zu bleiben und das mal zu teilen. Wie ist es so gut, wenn du eben nicht klappt, dann kann auf der Arbeit nicht klappen. Und auch, doch immer kümmert sich der Noah, ich ziehe ganz flott fester, Familienfester. Und nur im City-Jogging könnt ihr gerne bei uns kommen, ob den, bei dem Musée Drei Eschle beim Park. Du hast dann das nächste Familienfest, du gesagt. Das ist nicht das, was Noah vielleicht um den ersten Blick ausgesagt hat. Das ist nicht Luxemburgs next top architects oder interior designers. Das ist auch nicht The King of Queens, aber das ist aber ein wunderbare Initiative, die, haben wir sie froh darüber, alle zwei Jahre im Wert stattfanden. Das ist ein bisschen ein Biennale bis von der Biennale von Kortrijk. Die können sich erinnern, ich meine, das ist die erste Kehr, wo eine Ausstellung so war an der Fahrern und Kirchspiech, wo Eiserin da gegangen ist und sich direkt aus seinem Bios vielleicht gespürt hat. Wo aber nicht nur über Material gegangen ist, sondern wo auch ein ganz, ganz gutes Projekt präsentiert wurde an den Ausstellungen. Die Pierre ist wiederum ganz richtig. Ja? Die Genèse von Hawaii leidet so wie die Genèse von der Humanität in Afrika. Und die Parallele dazu kennen wir so und wir, so wie den Adam als seiner Rippe, Deva, gemacht wird, so hat den Hawaii am Anfang geholt aus sich raus, die Fondation de l'architecture et de l'ingénierie générée 1992. Und hier sieht die erste Équipe, die zusammengekommen war, Robert Wilmes, ganz links, den Emil Gillardin, der Romain Hoffmann, der Chris Klein, der Lucien Steil, Direktor zu der Zeit, Exekutant, der Bogdan Pachowski, Präsident, Dikoana Sabaya und ganz rechts der Pierre Hurt. Selbstverständlich schon all die Leute, die dort auf freiwilliger Basis und nie beruflich gemacht. Das war 1992. Und heute gibt die Fondation nicht mehr so, dass die Fondation der Architektur und der Ingenieurie ist. Kitt das nicht noch immer aus, aber so eine neue Denomination. Also gibt es eigentlich viele Leute so, My name is Luca. Also gibt es so ein I live on the first two floors. I live right next to you. Yes, I think you've seen me before. Doch chacun des ingénieurs sind Freiberufler, mais sie sind nicht die einzige. Und es gibt eine Fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants. Da sind wir dann alle dran, da sind aber auch die Verkoten dran, da sind auch Doktoren dran, da sind Notären dran, da sind Revisoren d'Entreprisen dran und so weiter und so fort. Also, mal, wie mich das Sekretariat davon hat, der Pierre Hurt, mein Moai. Dafür, wie gesagt, es schenkt noch viel Luft zu sein, wenn da irgendwo noch eine Assoziation zu gut tut, die nur einem Sekretariat sich den Top organisiert, dass die könnte Pierre manchmal eine Mail machen. Formation continue hat den OAI noch immer organisiert. Das ist aber Region 2003, wo sie den Schwung gemacht hat, für das Ganze zusammen mit einem Partner umzugehen, den mittlerweile List heißt.
An die ganz großen Erfolgsschulen, wir kennen sie alle gut, die fünf Farben nur den Themen assortiert, da wissen sie noch relativ sehr, wer ihnen das echt interessiert oder nicht. Darunter gekoppelt, dass alle Jahr Verteilung von den Zertifikaten gekoppelt und der Annonce von der nächsten Saison von der Formation Continue. Das aber auch auf einer anderen Seite, wo eine Sensibilisation gemacht wird, und zwar für den Nouveaus an den Lyceen. Ich werde die Filme, die wir eben vorhin gesehen haben, und aber auch, ich werde, was Robert Philippe auch schon annimmt hat, zentrum dem Kulturjahr 2007, dem Festival de Cabane, den ich bin ja vergrößert gauf, das ist nicht nur just für Lycée Primärschule, sondern auch für Studenten, die auf der Uni studieren, und zwar mit einer Formel, die mehr durabel ist. Und da könnt ihr nicht weit von hier am Melagrand gucken gehen, den Bus halt, den da steht, da das ein Produkt von dem Festival de Cabane. Ohne Nico Engel und ohne Georges Metz vom SNJ wäre ein Festival, das kann man nicht mehr haben, nicht zustande kommen. Ein großes Merci Ihnen. Und da muss ich noch sagen, die muss ich beimachen für alle, die wählte Parrain sind für die nächste Edition 2017, weil das die letzte unter der Formel. Da lassen Sie sich schon eine Menge neu erfüllen. Das sind die Ephemer-Kabinen, wie gesagt. Für die Lyceen und die Kleinen. Ein Hitch Red Dot Design Award, ich sage aber ein bisschen aus wie Roten Apfel, auf hier nicht allzu weit vom Adam oder vom Eva fortzugehen, denn OAI war den Ersten, den wir dürfen an den Dote Preis beißen, an den Roten Apfel beißen, und zwar eben just mit der Publikation, die an dem Jahr auch für dich primiert gauf, die Typologie, die Kategorie vom Red Dot Design Award. Zusammen mit Rose de Claire, die sind ganz, ganz, ganz lang an Symbiose mit OAI wirken, dem Albert Seiser und dem Babette Neuers. Und zu guter Letzt am Buch wird eine Allokution von unserem Präsidenten Jostal. Und dann kommen die Statistiken. 1990, da war ich noch ein Strutz. Da sind ich an, was man in der Zeit genannt hat, den CEPOS gegangen, weil ich wollte Architektur studieren. Und das war dann das Zentrum, wo ich mich informieren sollte. Und ich komme bei den Herr und ich habe ihm erklärt, dass ich Architektur studieren will. Und er sagte mir, nein, also das Architektur direkt können vergessen, da kriegt er überhaupt keine Arbeit. Ball verdreifacht bis 2015. Wie gut, dass sie nicht immer rasch tun. Die sieht bald 1600 Mammeren sind wir. Frauen und Männer. Und eine Statistik, die hier nicht draufsteht, die ich aber relevant fand, sie kommen ein bisschen zu spät, dass der Prozentage von Mammeren Lützebäuer-Mammeren, also Mammeren, die zu Lützebäuer schaffen, die aber nicht Lützebäuer sind. Und zwar reflektiert die jeweils über 60%, sowohl bei den Architekten wie bei den Ingenieuren. Die reflektiert also à peu près die Situation, wie so an der Gesellschaft zu Lützebäuer ist. Da das Buch, das kriegt er aber nicht haut. Wenn er die Haut kriegt, dann wäre es ja noch nicht fertig. Das heißt, die ganzen Oben noch fotografiert und dann gehen die pure Fotos, die können die pure Seite füllen, rausgesicht, erreicht, wenn die gedruckt sind, dann kriegt das Buch hingeschickt. Par contre, wenn das will so lang werden, wie immer, kriegt ihr alles auf www.oai.lu/25. Da könnt ihr es da schon nur lesen. 25 Jahre. Da gebe ich unseren Präsidenten de Jostal bitten für seine Allokation. Altesse Royale, Premier Minister,
Leif mein Witten, die Damen und Herren, Leif Konfrären, Leif Frön. Dass man wirklich in Eier haut, 25 Anniversaire von Moi, bei ihr zu schwätzen. Wir hören schon, wie viele Berufe hier am Moi gruppiert sind. Spruch und Kommunikation ist ein immens wichtiges Element an unserem Leben, professionell und privat. Dafür will ich kurz vorausschicken, von der Scheibe von Architektspätzen, von Ingenieuren, von Konzepteuren, von der Metristöver, da sind sie alle gut an der Beziehung. Sowohl Männer und Frauen, alle gut, die am anderen gruppiert sind, egal was der Beruf sie auch ausüben. Viele Leute haben Angst vor dem Architekt. Sie wissen nicht, wer sie möchte, sie kennen seine Mission nicht ganz. Wie man die ja vorher kurz gesehen hat, ich meine, dass ein wenigster Punkt als Gesellschaft, dass die bisschen die Angst, die Hemmungsschwelle, mit ihren ersten Gehen, also ein wichtiger Punkt, vielleicht geht das immer nicht durch. Was wir merken, der Bau ist nicht neutral. Wir bauen an der Umwelt, was wir merken, sind Zeichen, die wir setzen, auch an der Gesellschaft. Und dafür hat unsere Rolle der Bau wirklich eine gesellschaftliche, wichtige Rolle. Ich war in der letzten Chance, ein paar Mal auf Kongressen am Ausland zu holen, von Architekten, europäischen Architekten, und ich habe gemerkt, dass die Problematik, die sie haben, als nicht viel ähnlich wie wir zu Lützburg spüren. Ich gucke zwei große gewisse Punkte, die allgemein zu entdecken oder zu erfahren sind. Als einerseits den fulguranten Progression von der Informatik, die uns überall draußen, wir sehen es überall mit Facebook, Twitter, Krise Sozialen, auch das beeinflusst ganz stark, nicht zur Zeit, meine ich, uns anderweise zu schaffen. Dann Globalisation. Die Ökonomie geht immer geschwärzt vom Marché. Und ich meine, effektiv der Marché, der bei uns einen immens großen Druck hat, ob die Unabhängigkeit von unserem Beruf war. Wir stellen allgemein fest, dass wir relativ großen Druck haben. Und das ist auch gibt es eine Schwächung, Spüren von unserem Beruf. Wir müssen dann positiv gehen, mit einer Vision von der Zukunft. Eine Vision, wo wir alle gute Kontrakte, die wir unter uns kennen, administrativ, finanziell, technisch, technologisch integrieren, sodass man merken, dass die Blockagen, die man Mengen zu sehen, überwand können gehen, an einem wirklich positiven Sinn. Wir haben gesehen, dass 12 von den Membern in den letzten Jahren konstant angegangen sind, die Proportion von den Frauen ist auch ganz stark groß. Der wichtige Punkt, den wir festgestellt haben, dass gerade von ausländischen Büros, wir uns Büro allgemein sind, multikulturell und polyglott. Das ist eine Situation, die man so gesehen als ein Defi, den uns bereichern soll, alle gut, all der zu gucken, wo war unser Mitarbeiter am Büro, wo steht denn, wie kann uns das Büro an seiner Bereicherung von dem, wo er kennt, mit beitragen. Viele Junker sind am Gang zu studieren, vielleicht noch mehr wie 4 Jahren, ob sie einen Platz kriegen, also keine Frau, ich meine, wichtig ist, wenn man das spielt, dass das Interesse bald verloren ist, für sich mit dem Bauen, mit der Baukultur auseinanderzusetzen. Konditionen, die wir schaffen, sind in den letzten Jahren meistens sicher nicht mehr einfach gehen. Die Reglemente, die uns umgehen, sind oft schwer zu verstehen und sind Bunden, die uns anmengen. Es sind noch ganz viele Akteure dabei, die probieren, an unserem Domain, die am Anfang typisch Architektur und Ingenieurserbisch sind, ranzukommen und uns da gewisse Leistungen wegzuholen. Proaktiv sollen wir schaffen, man baut ja zusammen, am Sinn vom Nutzer, von der Gesellschaft und von uns alle gut. Wichtig ist die Relation zwischen dem Architekt und seinem Klient. Nimm von der Relation gut aus, von Chemie stimmt, nur von bis zum Schluss, dann kann das Projekt richtig gelingen. Wir hatten auch nur nicht über Honorare schwätzen. Ich meine, darum geht es, dass es fest ist, wir feiern heute. Wir denken als Rappel, dass die Honorare als effektiv uns einzig Source-Revenue nicht mehr haben. Wir müssen uns nicht mit dem Leben als Independent, als ein Honorare-Dat, was wir kriegen, wir können uns nämlich richtig auszuführen. Da steht du als nicht nur Regeln beurteilen, sondern Regeln schaffen. Wir brauchen Freiraum. Denkraum, an dem wir können denken, uns frei können entfalten, ich gehe so auf Deutsch, Gestaltungsfreiraum.
Das ist wichtig, dass all Entwurf, all Konzeption an verschiedenen Momenten vom Projekt kann machen, ohne Zwang, sich frei entfalten kann. Kreativität als das, weil ich gebe so ein, die Innovation an der Architektur. All Projekt artikuliert in der Komplexität in zwei großen Punkten natürlich, Bautechnik und Baukultur. Alle guten Architekten und Ingenieure schaffen wir, die wir schon all dieses tun, uns zu kultivieren, für unsere Baukultur weiterzuführen, an unsere Savoir-faire, an die Medien weiter zu entwickeln und weiter zu vertiefen. Ich finde ein paar Themen rausgebracht, die mir wirklich im Herzen liegen, die ich meine, die wir bis jetzt zum Hauptnoven vertiefen könnten. Zu den Originen vielleicht noch ganz kurz, denke, dass am Kaleidoskop gut erklärt gehen, nur hier ist gegründet gehen, für 25 Jahre. Auch da denke ich, Felicitation an uns Viergänger, die wirklich die Courage hatten, das zu merken. Man war bei Goebbels seiner Zeit als Staatssekretär. Was wichtig war, meine ich, den Orden daraus gegründet gehen, als Orden legal von Architekten und Ingenieuren zu summen. Das war ehemals in Europa aus. Mit dem Fett zu summen zu sehen, weil die Menge bei den Barrieren als meine ich, ein positives Element. Dass alle gut, die Independent, die im Bausektor sind, bei ihnen sind, dass man nicht können austauschen, das besser können kennenzulernen. Ich meine, kennenlernen, als immer mit jemandem, der dann in der Gesellschaft drin kommt, sich kennenlernen, sich verstehen, man nicht zusammen wehgehen, am Sinn von einer besseren Baukultur. Ich wollte auch feststreichen, dass wir dazu begrüßt haben, dass den CRTB, wo ich auch schon bei bis zu Anfang 1990 mit dabei war, dass den ein GE gehen hat, und die Plattform, die changed, den CRTB soll es sein, wo der Bauherr, Konzepteuren und Unternehmen regroupiert sind, für am Konsens transversal die richtigen Akzente zu setzen. Du, ein großes Merci, dass die Sion DW mitgegangen ist. Ich meine, das ist wirklich ein Beispiel, was man wollte gesehen, dass ihr seht, hey, Dr. Beine bringen rund um dich, Mann, die schaffen am Sinn von einer besseren Baukultur. Die Sion war 2013, auf Bein kommen, wir sind alle Minister auf sich gegangen, verschiedene sogar mehr wie ein Kehr. Dialogen und Echangen, meine ich, waren alle gut freundlich, offen und noch gut gemeint. Wir über alle Minister zwei Punkte gewiss, meine herzliche vier gestacht. Einerseits Problematiken mehr transversal und global holistisch zu gucken. Energie, Logement, können nicht einfach lang am Raum betrachten. Müssen sie ganz ähnlich üben. Andere Elemente wie Textilwaren, Menge mal nach immer, dass sie mit Klo hierarchisiert sind. Ein Beispiel gehabt in den Plan Sektoriellen. Mehr einfach, mehr kurz. Artikulieren, was will ich, und ohne beschreiben, welches Ziel kommen. Mit Ziel, also immer das Wichtigste, Menge der Wege hinter kann immer verschiedene Möglichkeiten sein, mit Ziel muss klar definiert sein. Zu den Missionen. Missionen können verschiedener Weise vergehen. Ein Punkt ist natürlich der Konkurs. Reglement Konkurs, den Ugolginas am Kader von den Negotiationen der Mathematik umblicken, mit dem Civical. Ganze Bauer kommen bei Nordolo, für relativ frei ein Avis zu kriegen. Ich meine, leider sind dann immer die bisschen zu spät kommen, wäre sicher sinnvoll, dass die Leute die Konkurs wollen merken, den Nordolo relativ frei nach dem Prozess mit abwandern, für ein Avis können zu kriegen, an einem Sinn von einer Proaktivität. Und Konkurren rüberholen und da positiv Sachen mit können abholen. Die Information organisiert sind zu den Konkurren, auch die wäre gut besichtigt und das ist sinnvoll. Wir müssen auch in dem Sinne weiterführen, Leute, die Konkurren organisieren, sondern zu vermehren, Leute, die am Jury sind. Der Konkurs ist nicht so, dass man nicht, das muss gelehrt werden. Der Konkurs. Kann der Konkurs die Idee sein? Kann der Konkurs der Realisation sein, das ist ja nicht die einzige Weise, für ein Projekt oder eine Mission zu vergehen. Das ist aber eine sinnvolle Weise, für ein Debat zu lancieren und ein Debat weiterzuführen über die Architektur. Ich meine, ohne Debat in der Architektur kommt man nicht weiter. Da wird oft geschwärzt von Europa. Und ich dann höre, ja, man muss merken, Kompetitivität muss besser gehen, muss gefördert. Die Attribution von einer Mission über den Preis ist sicher nicht der Weg. Das kann nicht in der Architektur, dass man über den Preis her nur eine Mission kriegen. Das sind die falschen Prämissen.
wird das geschieht, dass der Tür konzentriert für Produkte, die ich kaufen kann. Das ist der nicht, das ist ein Service, den als Bittur in der Hand von einem Klient zu materialisieren. Und die Membre sind aber leider immer mehr forciert, an anderen Prozessen Material zu holen, mehr oder weniger gehen. Den Prozessen, die ich schon Konzeption, Realisation, wo ich einen Arbeit ausschreibt und nach Steck und Ingenieur mit, am psychischen Mat verlieren will, gibt andere PPP, die ganz oft tun, Conseiller financiers in der Bausen promoviert gehen als die beste Lesung. Alle gute Lesungen sollten geholt gehen, auf ganz, ganz beschränkten Art und Weise. Basisregel soll immer noch bleiben, eine klare Trennung von dem Konzepteur auf von demjenigen, der baut. Der nächste zum Beruf. Mir als UAI verteilt sie ganz stark, dass Max, das Kapital soll an den Händen bleiben von Architekten und Ingenieuren majoritär, auch von der Tourhand zu anderen Überlegungen in die Richtung gehen. Von daher nämlich der Fall wäre, meine man das wirklich kulturelle Valor, die den Urbanismus und Architekturweise die verloren. Dafür muss Politiker uns auf dem Weg unterstützen, dass die Independenz von Architektur und von der Ingenieurie bewährt bleibt. Simplification administrativ. Möge sind effektiv Prozesse mit Genehmigungen, die gute Routinen, die Sachen einfach machen. Das ist sicher ein guter Schritt auf dem richtigen Weg. Muss ich dann nicht mehr weit tun. Ich habe nur am Gang kommen geschwärzt, Gesetze früher wären eine Idee, das stimmt, oder wäre es schon mal gut. Müsste mich einfach auf die Wege zurückkommen. Texte reduzieren, dann Kohärenzen passen, rauszukriegen. Ich wiederhole ein Klimat schon viel Jura gefroht, ein Code d'Urbanisme zu kriegen, ein Code der Konstruktion zu kriegen, pardon. Auch die Demand ist immer noch da. Ein Text für alles gibt bei nächsten Stunden, ob ein kurz und bündig auch dabei ist. Der andere Seite regattieren wir die Texte ganz oft eine Konnotation, wenn die zu technisch ist. Wir meinen, dass es wichtig ist, dass dann alle Texte, die rauskommen, wo das schon immer dran ist, eine Notion der Qualität architektural mit dran ist. Kommen wir los, dann stecken Ingenieuren da auch mal den Freiraum, etwas zu schaffen, was Resultat gebunden ist. Aber nicht nur in der Lettre, nur Kontrolle, du musst aufgehakt gehen, nachher kommt etwas raus, ob es da gut oder schlecht ist, avoir. Wie Beispiel gesehen, wir haben für 15, 20 Jahre auch nur halt das gebaut gehen, als mit Recherchen, und da tolle Gewissungen, Texte, Rieseln, all kommen, alles gerieselt. Und Selbstmethoden. Hun an unsere Büro und an all dieses Leben gebe ich Menge ganz stark an. Wir sind effektiv die ganze Arbeit in den Norden gemacht. 180 Zählen zu Menschen gut verstanden. Wir haben viele Kollaborationen aufgestellt, die Arbeit zwischen Architekten und Ingenieuren auch dort zu verbessern. Die Ressourcen gebe ich so besser gerieren zu können. Mit all die Fischen, alles am Oder machen, kann immer gehen, über das, was ich am Alledung gesucht tun, über die Kommunikation. Kommunikation ist wirklich der Vektor von unserem alldeutschen Leben. Wir merken mal leider, dass auch da vieles, vieles an eine Richtung gelernt was die Gewissungen mehr extrem gehen als von der Welt. Blockage von allen Seiten. Wir schreiben Mail in all der, wir schreiben Rekommandieren, dreimal in der und nämlich Person. Irgendwie sind wir da an ein System gekommen. Mengen ist die nicht mehr tragbar. Wir müssen fertig bringen, den Mann zu schwätzen, Lesungen zu sichern, aber pragmatisch, den richtigen Weg weiterzugehen, an einem gegenseitigen Respekt für den Leben. Ein Respektmensch brauchen wir überall. Wir brauchen den Respekt vom Bauherr mit dem Architekt, wir brauchen den Respekt vom Architekt mit dem Unternehmer. Auch das wäre wichtig, Kollaboration auch mit den Unternehmen. Weil auch da, meine ich, muss man mehr Verständnis tun, besser verstehen, was ein Architekt und ein Ingenieur denken, aber wie die Unternehmen kann ausführen. Zu den anderen, ich habe von Technik geschwärzt, in anderen Teil, ich finde dann Technik ganz rago, mit der Technik, wo BIM da ja denkst, Building Information Modeling, wo wir ganz stark gewisse Mengen am nächsten Jahren neue Herausforderungen zukommen. Ich kann mich noch erinnern, die erste Ausschreibung, die wir gemacht haben, das war mit dem CAD. Das war geschnitten und gepasht. Cut and paste, das geht einfach mit einer Schere. Aber mit Brit sind keine Chargen und Texte ausschnitten gehen,
abgepasst gehen, dort sind die Kriterien aufgetippt an eine Maschine, dass da gedreht gehen, sind Kopie gemacht gehen. Das ist nicht so lange hier. Da kommen dann mit 18 Jahren die Fax, halt kennst du bei Chemie Fax. Und da kommen dann CAD-Programme mit den Zeichnen. Das waren aber alles Programme, wo ich am Fungel einen Platz mit einem Zeich vibriert, am Computer nämlich Zeich, Striche gezeichnet hat, der weiß, wie er das grafisch durchstellt, hat geändert. Mehr aber nicht, gebe ich so, der weiß, wie ich ihn sehr rückgängig bin. Was neuerdings der Beste sichtbar ist, als ganz Approche, gebe ich so, denkt er der weiß, dass man nur mit jemandem abgehen, schwätzen, und dass man den ganzen Prozess vom Bauen, auch vom Denken, wie ich es mache, da kommen wir in der nächsten Zeit ganz viele Entwicklungen, wo man muss ganz stark aufmerksam sein, mit werden das also auch befolgen. Auch du hast dann zum Schluss von dem Prozess natürlich Gestion patrimonial von einem Gebäude, dass du auch du weißt, was kannst du mir dabei, wie kann ich später effektiv an den Griff kriegen. Du musst noch da passen, wie ich du gesagt habe, technologisch, technokratisch. Alle Tieren riskieren uns zu verrennen, von mir nicht mehr Zeit gucken. Es müssen Opportunitäten sein, an nicht Grenzen, an der Barriere für uns. Wir sind wirklich am Herzen überzeugt, dass Maîtrise d'œuvre indépendante am Kernstuhl von einem Projekt. Auch da muss man zu Tieren gehen, als Architektingenieure, die Tieren zu benutzen, damit sie gerieren können, am Sinn von einer guten Qualität. Nicht lieber vom Budget, von der Qualität und von der Zeit, bleiben in unserem Herz. Wir werden das noch schaffen, das bei allen Projekten zu garantieren. Ich komme bei Madame Nagel. Logement. Ein Thema, das schon lange Leute bei uns beschäftigt, meine ich immer, kriegt nie gelesen. Im Kirchbirch geht es besser, meine ich. Aber auch da, wir sollen uns nicht limitieren auf den Aspekt, meine ich, quantitativ. Natürlich immer ein Besuch, da müssen x neue Logemente schaffen nächstes Jahr. Wir sollen auch nicht vergessen, auch da Qualität mit dran zu kriegen, nicht zu vergessen, dass wir Wohnungen brauchen, die gut Wohnqualitäten haben. Wohnen heißt nicht nur ein Haus bauen, heißt Reflexion machen über das Logement. Was ist Wohnen Haut, was ist Wohnen Mauer, wie soll man Stirben rausgehen? Und das ist der Prozess, wo man will mit zusammen denken, mit dem zusammen alle gut, wie kann man das machen? Muss eine Gesamtreflexion geführt gehen. Mobilität, Service, Logement, Sozial muss damit angebunden sein. Der Korollär von einer guten Architektur, wenn man aufgesucht kriegt, ist nicht sicher nicht ein hoher Preis. Auch eine bescheidene Architektur kann gut sein. Auch wenn man sozialen Wohnungsbau bauen, den ist auch möglich zu bauen mit guter Qualität. Terrain, die frei sind, ist sicher nicht immer ganz einfach. Zu viele Terrain, die sind gebunden und einen Promoteur und einen Verkäufer. Das ist ein Lächeln, ein bisschen besser geben, auch da soll ich mit der Region geschaffen, dass Terrain auch freigewirkt, Leute, die bei uns ein Haus mit einem Steck bauen. Wir wollen noch dazu mit den Akteuren politisch nur denken, über das Weiß zu bauen. Mehr dicht, mehr lokativ, mehr bei Amphitheatiken. Und vor allem mal Wohnformen, Baugruppen zum Beispiel, der Kadaster von der Property individuell muss überschaffen, paar Logements, sind wir ganz offen mit den Gemengen zu gucken, wie können wir sie helfen, unterstützen, auch da irgendwie weiterzugehen. Gedorf geschwind, Engagement für eine bessere Welt. Nur hier ist bewusst, dass Changement Klimatiken eine große Herausforderung sind. Mir auch da leidet uns im Herz, dass nicht nur mit Energie der Punkt ist. Wer von Ihnen ein bisschen nur denkt, dass ihr den sich einfach intellektuell nicht machbar. 2017 nur passiv heiser, aber ich darf mir ein Auto kaufen, wenn ich will, ich darf an die Vakanz gehen, wo ich will, ich darf mehr, was ich will, wo ich Energie vergeuden, wir nehmen an meinem Haus, da muss ich alles ganz streng nur regeln machen. Meinen das paradoxal ist, und man muss gucken, auch du, mit global zu gucken, denn für ein Logement geht nicht einfach mal um die Mobilität, was dabei zu betrüsten. Wenn wir das gesagt kriegen, das sind europäische Initiativen, da können wir mehr schmerzen. Bitte mal ein Service an, auch du mit Freifleisch mit der Verwaltung angebunden gehen, ein Weizenmärchen von dem Niveau Europäer, ein bisschen zu schauen, und dann sagt, sie sind mit bereit zu trippeln, auch auf uns europäische Organisationen, die wir haben, Conseil des Städte Europäer, Ingenieur Europäer, auf dem Niveau mit zu gucken, dass wir unser Interesse vertreten
auch vielleicht nicht zu Herzen und nicht das Interesse von einer Industrielobby. Transpositionen, auch da passen, dass sie wirklich national so transposiert gehen, dass man sie können umsetzen am richtigen Sinn von Lützeburg, aber vielleicht nicht wollen immer mehr wie alle Jahre. Technologie löst nicht alle Probleme. Wir müssen nur denken, wie wollen wir heute, wie wollen wir morgen, an einem nachhaltigen, gemeinsamen Welt. Wir müssen über eine Strategie nur denken. Das fand ich wichtig. Strategie und nicht mit dem Fluss mitschwimmen. Uns fällt es nicht mathematisch zu lesen. Auch wenn wir gerne Equationen machen, dann gucken, ob wir da mal x und y und etwas anderes rauskriegen, das nicht so einfach. Ich meine, das ist Poesie mit dabei, das ist für uns ganz schön gesagt, wie Robert Philippe. Architektur bauen ist mehr wie nur ein System kartesien, wo ich alles rauskriege. Die Architektur ist auch nicht zu verstehen. Beispiele gucken, Konferenzen, Debatten, Ausstellungen an anderen Publikorganisationen. Auch hier denke ich, der Respekt von einfachen urbanen Regeln ist nicht der Garant für eine gute Architektur. Wie sie ganz klar gesagt haben, von der PRG geändert hat, haben sie Viersprung, Rechtsprung, die Regeln sind im Gebäude zu lesen. Sensibilisation hat viel geschwärzt gehen. Die Marschen, meine ich, brauche ich nicht mehr aufzuzählen. Gute Referenz, Bauherrpreis, Architektur, Listen und so weiter. Wir leider bringen wir nicht fertig, über unseren engen Kreis rauszugehen. Wir sind immer noch so geschlossen im Milieu. Ich meine, da steckt das in die Ingenieure, die sind bei den E-Mails, die Konferenzen, beglücken sich selber. Wir müssen da gucken, ob wir den Kreis abmachen und ob wir Leute dabei kriegen von uns. Geht einfach um. An der Schule. Wir gehen an der Schule ja Reklam machen, an der Lycée, an der Primärschule. Denn Herr Meijer ist nicht eine Handelsarbeit. In der Primärschule, meine ich, müssen wir gucken, wir haben die Marktpädagogik schon mal anzuführen. Ich meine, kann er lernen, frei mit Baukasten und so weiter spielen, auch an der Schule. Primärschule können sie noch Spiele lernen, dass sie Formen und Volumen entdecken, dass sie wissen, was das tut, auch da vielleicht Sinn von Technik kriegen, mit Kniffeln mit denen. Das meine ich wichtig, dass sie etwas Neues entdecken und kreativ gehen. Das geht nicht mehr, indem man das schon mal frei und mit den Kindern durchexerziert. Diskussion an den Kartchen für das Plan d'Aménagement Généraux. Was ist ja eine gute Initiative, das ist louable, müsste vielleicht ein bisschen mehr strukturiert gehen und müssen probieren noch durch. Ich meine, das geht einfach nicht mehr, Initiatoren mit dabei haben. Das ist ein Debatt publik, das muss bald all diese gehen. Ich habe eine Klammer zu. Ich würde so. Unser Beruf, uns kennen als der Spieler vehikuliert bei uns. Ich meine, von dem bei uns kennt, ein kauft ein Bild von einem Architekt, was er baut, kann er nicht das Haus kaufen, was er hat. Wenn ich auf eine Straße gehen, bei dem Promoteur gehen, du kannst ein fertiges Produkt kaufen. Das ist unsere große Differenz, wenn man zwischen einem Fertighaus an dem, wo wir am Anfang des Prozesses sind, wissen verkaufen. Je voudrais quand même pour clôturer, passer un peu dans la langue française, parce que je pense qu'on a pas mal d'invités français dans la salle. On a parlé pas mal de politique architecturale en introduction. Comme il y a pas mal de politiciens et de politiques dans la salle quand même aussi, je passe quand même sur la politique architecturale qui est vraiment un élément très important. Où est la vision politique pour le développement de notre pays ? Même si la croissance est le credo, n'oublions pas que le quantitatif ne peut pas se faire au détriment de la qualité ou du bien-être de l'utilisateur. L'architecture est une expression de la culture, de la manière de vivre et de vivre ensemble en société. La création architecturale, la qualité des constructions, leur intégration dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Très souvent, cet intérêt public est contrecarré par un intérêt individuel. Le pouvoir de l'économie, des finances, est énorme. L'acte de construire est devenu un produit, une marchandise. Au terme des directives européennes, l'architecte et l'ingénieur sont des opérateurs économiques. L'ambition d'un développement durable se réduit à un nouveau business de certification. N'oublions pas les vraies valeurs d'un développement durable.
La vocation de l'architecture est l'invention du futur. C'est un élément fondamental de la vision politique que Luxembourg devrait avoir. Un vrai débat entre la politique et l'architecture devrait s'instaurer si on veut parler de politique architecturale. Après les secteurs de la city, de la logistique, des finances, le concept de smart city ou de slow city pourrait devenir un vrai créneau pour le développement de notre pays. À notre échelle, nous pourrions être un laboratoire pour explorer de nouveaux modes de vie. Beaucoup d'acteurs économiques pourraient y prendre part. Nous demandons à nos responsables politiques d'ouvrir le débat avec l'OAI sur des modèles de logement à développer en prenant en compte les différentes contraintes évoquées. N'oublions pas, dans toutes nos réflexions, les travailleurs, hommes et femmes, qui, dans des conditions parfois très difficiles, doivent réaliser les ouvrages conçus par les membres de l'OAI. De plus en plus d'ouvriers ne parlent pas une de nos langues. Ils ne sont que sommairement formés. Les métiers et les connaissances, ils y risquent de disparaître au profit d'une plus grande industrialisation. Dans un contexte de construction durable, l'économie circulaire valorisant l'artisanat local. Associer architecture et politique, c'est redonner à l'architecture sa place dans la société. Chacun a son rôle à jouer, commanditaire, programmiste, architecte, urbaniste, ingénieur et entreprise. Il faut remettre en question les verrouillages technocratiques qui accable le monde de la construction. Les réflexions d'avenir doivent être basées sur une approche contextuelle et holistique. La plus belle qualité d'un architecte d'ingénieur n'est-elle pas son indépendance? L'architecture vit de l'invention, l'innovation, l'acte créateur et la base de notre travail. Ne nous laissons pas entraîner par le courant. Soyons conscients que nos atouts sont les énormes connaissances dont nous disposons en tant qu'indépendants et notre force créatrice. Le Luxembourg a les moyens pour devenir un grand pays de la culture, du bâti, utilisons-les ensemble. Merci. Merci, Joss. Nous avons déjà vu aujourd'hui. Vous êtes encore bourgmestre. Je dois une petite anecdote dire, parce que je suis immense lief. Je suis allé à un chantier en un des entrepreneurs, un très motivé français entrepreneur, qui a fait un chantier, 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 qui a fait Und weil es so gut geklappt hat, dann müssen wir auch noch dazu sagen, wenn es eher nicht so, so gut klappen. Hier gibt der Bürgermeister von der Stadt Lützburg gut kennen, hier gibt ihn dann einfach kontaktieren und gibt ihm dazu. Das war für uns zwei Monate. Und das ist ich bin auch ganz froh, dass es so gut geklappt hat. Auf jeden Fall wäre der Bürgermeister von der Stadt Lützburg nicht mehr ein Monsieur, den hier wahrscheinlich gut kennen, mit der Madame, die gibt die Pol verhischen. Und die Person, von der hier gibt Schwätzen, die wäre mittlerweile Premier. Und so, wenn ich geliebt, so wie bitte, Herr Staatsminister. Ja, Lukas, ja. Monseigneur, er präsent sei an, wenn er das Fotosalbum von OAI guckt, gesagt, Verbundenheit von der Familie Grand Ducal. Mit dem Beruf, den den OAI repräsentiert, eine große Merci und ich für Ihre Präsenz heute Abend. Ich muss sagen, ich habe die nicht agréable Rolle, um Feierl auf Neng nach so einem Rier zu halten. Wo die meisten von euch die letzte Flamme auf die Toilette müssen durchdrehen. Und am nächsten schaue ich so, wenn die fertig wird, dann gibt man nach mir hart klappen. Mir leider werde ich einfach ein paar Minuten von euch wollen akkaparieren. Ich 25 Jahre OAI, das sind die Architekten, die Architekten Interieur, Ingenieur Conseil, Urbanist, Aménageur, Architekt, Ingenieur Péagiste, weil soll ich keine vergessen. Das sind die Berufe, die zusammen am OAI repräsentiert sind. Und ce matin, j'ai demandé à Gauthier, dit Gauthier, à 7h10,
Tu sais, ce soir, on va aux 25 ans de l'OAI. Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce qu'il y a des problèmes en tant qu'architecte? Il m'a dit non. Quand on est venu ensemble ici, j'ai demandé, dis, il y a quand même des problèmes ou pas? Ah ben si! Et puis il a commencé. Donc, conclusion, déjà, ne pas stresser un architecte à 7h10 le matin. Première chose. Et puis, je lui ai demandé, mais alors c'est quoi ces problèmes qu'on peut avoir? Premier problème, le client. Alors, je sais qu'en tant que chef de gouvernement, on me donne beaucoup de responsabilités pour beaucoup de choses. Je ne suis pas responsable pour l'humeur de vos clients. Je sais que le client peut changer d'avis. Il peut trouver que les plans qu'il vous avait dit pendant des mois qui étaient parfaits ne sont plus celui qu'il attendait. Ou alors que sa femme a décidé que la salle de bain que vous vouliez installer au premier étage serait mieux au deuxième étage. Il peut aussi vous expliquer que la vue n'est pas celle qu'il s'attendait, ou alors que le voisin n'est pas celui qu'il voulait. Mais ce n'est pas votre fonction. Et c'est ce que j'ai découvert, en fait, c'est que, en tant que toutes les professions que vous avez ici, vous avez un rôle, certes, d'architecte, un niveau technique, créatif, mais aussi un niveau de psychologue pour essayer de comprendre de temps en temps ce que veut l'un et l'autre. Tout de suite, vous avez dit que vous n'avez pas Angst pour un architecte. Je n'ai pas Angst pour vous. Dann die zweite Hürde, die der Gute in meinem Auto gesagt hat, das sind die Reglementationen. Jo, da haben wir ein Teil Responsabilität. Es ist ein Teil Responsabilität, dann hat er, wenn er so tat, Agi, was er gesagt hat, wir haben noch eine Gesellschaft, heute ist das. Für die Leute, heute ist das mehr Rechte haben, wie das für uns 20, 30 Jahre der Fall war. Aber heute ist das auch eine Prise de Conscience, als er sich früher auch die Nagelheibanden zu sehen, wo auch den Equilibrium muss finden können zwischen dem, was den will präservieren, was den will halten, weil es aber auch zu einem Patrimon gehört, weil es zu einer Geschichte gehört. Und zu dem, was den will renovieren oder neu bauen. Das, ich weiß, dass, wenn bis etwas klassiert, gibt verschiedene Leute so, ich hätte aber gerne lieber, gehört wie aufgeräumt. Wir müssen aber auch wissen, von wo wir kommen. Was gemerkt ihr das? Als Geschichte. Und wir sollen höflich sein, über verschiedene Touren, die organisiert, die justement für Patrimoine architektural auch gucken zu gehen. An denen ist nicht das, was just allo gebaut ginas. Das ist auch, was gest auf vier gest gebaut ginas. An den Prozeduren ist nicht einfach an der Minister Bausch, den zuständig ist für den, also für den Beton, für die Bauten, als ein Minister, den aber auch Regeln will holen. Er gelebt mir etwas, aber ihn, auch als die wirklich gern hat, das Marché-Publiksgesetz, wo wir auch nach dem Gang sind, rund zu schaffen, auch noch sicher ein Code vom Urbanismus, auch für Transparenz, durch die will assurieren. Und das ist das Regeln gehen. An Heinz, da geht die Menge zu lösen, die anderen Heinz, da nicht sehr genug. Aber das wichtig, dass Regeln da sind, dass ich noch Rekursmöglichkeiten hat. Dass ich noch kann contestieren, wenn ich nicht zufrieden bin mit einer Decision von einer Administration. Das gehört auch zu einem Rechtsstaat. Und Staatssekretärin Klosner, Vertretung von Minister Schneider, sind noch die, die am Anfang durch Klasse Moyenne, durch am Anfang Independent repräsentieren, und wissen noch, wie wichtig ihre Rolle ist an dem ganzen Prozessus. Wir müssen den Equilibrium finden, dass vieles gesagt wird, weil du doch vom Logement gesprochen hast. Ja, das Logement ist eine von unseren Prioritäten, und dafür sollte man Kansen zusammen als Staatssekretär, den man mag nageln, zusammen den Dossier aufpacken. Zusammen, weil die letzte Zeit mehr administrativ abgestorben war, wie können Entscheidungen zu holen. Und dafür wurde es wichtig, dass ich wirklich an meiner Regierung decidiert tun, Kräfte zusammenzusetzen, für zusammen am Logement aktiv zu gehen. Die sagt, wenn wir mehr wollen bauen, dürfen wir nicht mehr billig bauen. Wir wollen nicht schlecht bauen. Wir wollen gut bauen. Aber wir müssen auch an den Prozeduren, die wir selber rausgehen, auch respektieren. An die Terrain, die wir haben, das wisst ihr ja auch, an den Herrn Gille für sind, und sind noch froh, dass wir zusammen fertig bringen, auch an einer Regierung zu sagen, es kann nicht sein, dass der Staat selber Preise an Blut treibt. Und dass man selber, los dem Kirchspiel, man vorher fertig bringen, dass man Terrain 40% wie billig verkauft, wie das der Fall für drauf war. Muss bei euch aufhängen. Wir können nicht selber als Staat Preise an treiben. Wir müssen noch Prozedur respektieren. An Vertrauen haben. Mit den Leuten, die zusammen im Terrain arbeiten. Wenn ich an einem vierten Leben da auf der Foto, wo ich mit Herrn Schneider pro Kilo jung war,
auch gesehen haben, dass man Vertrauen hat, zwischen einem Architekt, zwischen einem Promoteur, zwischen einem Konstrukteur, dass ich muss fertig bringen zu summen. Auch den Leuten, die all der Verantwortung haben, können zusammen zu schaffen, also so, und das ist der Preis, den wir gerne hätten, aber mit denen Standards. Die haben auch für Passivhäuser gesperrt. Heute gibt es näher in seinen Platz, wo man soll verzichten, weil wir können, für unsere Umwelt Männer zu verschmutzen. Wir haben heute ein Patrimoine, den wir haben, an den wir los mit den nächsten Generationen. Und ich muss so an die Luftqualität in diesem Land, das ist nicht die Beste. Das ist nicht die Beste. Und du hast alle möglichen Etappen, wo wir zusammen schaffen können. Für an der Luft, eine bessere Luftqualität zu tun, wichtig. Ich weiß, dass er das so, ja, mit den Direktiven von Brüssel. Brüssel ist kein Extraterrestre, das sind wir auch. Ja, wenn wir zu Brüssel sitzen und die Decisionen geholt, dann soll ich nicht so, dass zu Brüssel Decisionen gehen, weil wir sitzen auch am Conseil. Aber wenn Direktiven geholt gehen, dann stimmen wir die auch mit. Soll ihn abhalten zu mengen, dass Brüssel etwas gibt machen, konträr zu der Volontät von den europäischen Hauptstädten. Nee. Wir sitzen dort zusammen, aber wir sind noch Kompromisse. Die einen gehen gerne, wir weit gehen, die anderen Männer weit gehen. Was wichtig ist, dass wir als Ziel gehen, und gelebt werden, wir haben in der Leiser Präsidenz, die noch ein paar Wochen aufhängt, eine wichtige Sitzung zu Paris, COP21, wo wir zusammen als müssen auch Ambitionen gehen, justement für unsere Umwelt, wo wir Europa zwischen am Anfang zwei große Kontinente sind, von Asien und von Amerika, die auch müssen mitmachen, weil allein bringen wir auch so Sachen nicht fertig. Mit den Prozeduren, ja. Mit den Prozeduren muss man gucken, wo man Zeit können wandeln. Wir haben nach letzter Freitag am Regierungsrat einen neuen Text geholt über den neuen Prozedere an der Umweltverwaltung. Ja, an der Umweltverwaltung sollen da neue Funktionen sein. In der Zeit, gut, ihr wisst ja, wie das geht, ich kenne den Film von Asterix und Obelix, wo dann an der Administration probiert, eine Autorisation aufzugehen. Und das wurde dann eine Administration, nicht an der Umweltverwaltung, aber das wurde irgendwo dann etwas aufgehört, da wurde dann Büro 12, dann hast du dann auf dem Büro 17 den Stempel gemerkt, und im Büro 23 den Timbre, und im Büro 47 den Schrift. Wir haben nur diese Idee, dann stand dem Karol Dischbusch auch, merci, als Umweltminister, dass nur die Person, die den Dossier kritisch und den ganzen Dossier kümmert, von A bis Z, und nicht den Dossier da von dem Engel bei den anderen gehen, wenn die krank aus der Konge hört, dann den Dossier mal nicht auf den Kopf legt. Da muss ich noch gucken, wo wir selber auch können, mir einfach schaffen. Wir haben zusammen auch eine Arbeitsgruppe geschaffen, mit dem Logementsminister, mit dem Infrastrukturminister, mit dem Innenminister, um zu gucken, zusammen mit der Gemeinde, mit dem Civicol, die Akteure sind, auch im lokalen Terrain, wie wir können Prozeduren mir einfach machen und auf jeden Fall mehr Zeit finden, für können mehr Effizienz zu bauen. Bon, es ist noch nicht hineinkommen, für ich so, was wir alles wollen, zu machen, weil wir brauchen es. Und es sind ganz froh, wenn wir heute zum Beispiel ein Projekt, wo wir hier sind, und so, und der macht auch noch eine große Merci, die nicht fertig soll sein. Die soll recht nächstes Jahr aufgehen, den heute Projekt. Und heute, als wir sehr fertig gehen, und wo wir billig. Ich muss sagen, dass der dir friert. Aber das ist auch, weil dann eben die korte Mädchen haben drauf waren, an den Architekten, an den Ingenieurkonzern, an all die Leute, die zusammen im Chantier waren, geguckt haben, wie so sehr wie möglich auch können weiterzukommen. Wir wissen, dass er nicht hexen kann. Dass wir da Konditionen mitspringen, dass heißt du ein Previewen kommen, die wichtig sind. Wir haben ein gutes Beispiel, wie ich kann wirklich mehr rapid zu wie geplant schaffen. Ich will euch also hier am Namen von der Regierung all Gutes wünschen. 25 Jahre, 4200 Arbeitsplätze, die geschaffen sind, sind wichtige Akteure von unserer Ökonomie. Und dann lernt man auch ein kleines Klient Deutsch zu machen. Herr Hucht, für euch auch einen schönen Geburtstag zu wünschen. Weil wo bist ein Fotosalbum, wo man jetzt die letzten 25 Jahre konnten observieren, weil die sind auch dabei, Dele Depart. Und schon rarer mal eine Person gesehen, die so organisiert war wie dir. Die sind noch nicht aus der Sitzung, da schon bald ein Rapport gemeldet haben. Es sind noch nicht da, dass sie schon Punkte, tak, organisiert, und weiß, was, wo, wie. Und schon, die sind ganz exigent mit den anderen Leuten, aber sie sind auch exigent mit sich selber. Und dann ist das, weil sie nicht appreciieren, und dafür erlebt man, wenn ich den 25. Anniversär vom OAI und heute auch so viele Leute sind, und auch den OAI, den Poir hat, den heute hat, auch den mit ihr, mit dieser Person, mit ihrem Engagement, mit ihrer Energie, mit ihrem Charakter, mit, auf jeden Fall mit ihr dann verbindet. Monseigneur, Herr Präsident, die Damen und Herren aus dem OAI, die Damen, liebe Gäste, ihr alle guten, ganz, ganz schönen Abend. Merci für die Arbeit, die da zusammen
fertig spricht die letzten 25 Jahre. Ich habe noch denen viele Plätze, wo ich die Chance hatte, Verantwortung zu holen, ob der am Gemeinderat war, ob der am Chefrat war oder als Bürgermeister und halt als Regierungschef Chance gehabt zu haben, etwas Gemeinsames mit dir zu haben. Das ist eigentlich gerne zu machen, weil wenn ihn sie gerne möchte, wo die Freize zu machen und normalerweise geht dann noch viel besser. So nicht, merci. Merci, Jean, Monseigneur, die Herren Ministerin, die Damen Ministerin, les Freunde von moi, dass der Mada ist für die Feiern. Merci dem Fonds Belval, dafür, dass er uns begleitet hat, für den Aufenthalt so können zu organisieren, wie er organisiert wird. Dem Mada selbstverständlich, dem André Wildschuss mit seinen 25 Schülern vom Lycée Technique José Bartel von Mama, die ich begleitet haben, für die Seance an Ortono. Merci auch dem Marc Harles, den sein Jazz-Section vom Escher Conservatoire am Anfang von der Seance heuworen an die dann später auch werden noch dazu kommen bei der Party. Ich muss aber auch noch ein Kehr. Merci, Sohn. Ich gebe aber dafür für dich gerne den Präsident von AIB, den mit seiner ganzen Equipe, mit der aktuellen, mit dem aktuellen Conseil, von ich gelieft. Und mit all den anderen Membern vom Conseil. Staatsminister, die Damen und Herren Ministerin, als Staatssekretärin, wenn ich lief. Drei, zwei, eins, Whisky. Wir sind endlich fertig. Und schau ich mal hier raus. Die soll aber daran denken, dass er da richtig heimgeht, die kleinen Vorwärtszuteile mitzuholen. Es sind drei Sachen dran. Ich weiß nicht, ob ich nur eine davon habe. Ich lege als Kollegin, wir hatten ein bisschen Angst, das hat mal in die Kappe gedacht. Wir gehen hier raus. Und wir geben Glied. Und da geht es nicht nur Wasser, aber da geht es auch Slow Food und Musik. Und die gibt Glied von unseren Studenten. Und das geht dann ein Marsch, nicht gerade gourmand, aber wenn man da bis aussieht, dann meine ich, es wird richtig gefeiert. Merci, Narenkeer. Ja.